Eveline hat uns gefunden, als die dunkle Brut kam, als unsere Eltern starben. Sie hat uns sicher nach Kirkwall gebracht. Ich vermisse sie. Wow. Aber als sie hier zum Zirkel ging, nannten sie sie Abtrünnige, weil sie den Turm in Ferelden verlassen hatte. Sie haben sie eingesperrt. Wenn ihr mir sagt, wo Evelina ist, versuche ich alles, um ihr zu helfen. Ihr könnt mir vertrauen. Niemand kann ihr helfen. Doch. Die Templer haben Evelina wütend gemacht. Deshalb hat sie sich verändert. Oh nein. Es war nicht ihre Schuld. Als es vorbei war, hat sie sich geschämt. Sie lief in den Tunnel und hat sich versteckt. Sei still, Grille, erzähl ihnen das nicht. Sie ist in der Kanalisation? Ihr könnt da nicht hin. Sie würde wissen, dass wir geredet haben und wäre wütend auf uns. Wütend? Ich mag nicht, wenn sie wütend ist. Wir müssen uns verstecken. Grille! Ja, dann versteckt euch mal, Leute. Diese Dreckskerle sollten lieber bezahlen. Oh, hör auf mit dir selbst, da immer zu reden. Hör auf mit deinen Selbstgesprächen, Kollege. Und nerv mal nicht. Wir schauen mal. Finde Evelina in ihrem Versteck in den Tunneln der Unterstadt. Jetzt müssen wir nur noch mit den Delonquettes, Delonquo, ne? Müssen wir reden. Hier ist der Gang in die Kanalisation. Das mache ich jetzt allerdings noch nicht. Ich will das jetzt so ein bisschen so wie bei L.A. Noir machen und halt erstmal mit den ganzen Leuten reden. So, wo habt ihr denn euer Anwesen? Euer schnuckeliges Anwesen hier? In der Oberstadt oder was? Nee. Jetzt soll ich doch da hingehen und den Elfen da festnehmen, oder nicht? Oh Mann, ist das blöde. Warum können wir unseren Sturm eigentlich nicht aktivieren? Was soll denn das? Durch Effekte deaktiviert, ja. Ganz klasse. Kann ich denn mal irgendwie hier so tun? So, jetzt kann ich Sturm aktivieren. Ergebt euch! Anders hat auch die falsche Taktik, oder? Anders braucht mal irgendwie Fernwaffe und nicht Unterstützer, sondern... Endkräfter, genau. Mach das mal. So, weiter geht's. Da hinten haben wir noch einen. Bam! Sehr schön. So. Dann kommen hier auch schon wieder die nächsten. Das sieht doch sehr schön aus. So. Der Knecht ist tot. Da haben wir auch noch einen. So, Knecht der Blutrünstigen. Und Fenris, kannst du mächtigen Schlag gleich einsetzen? Das wäre gut! Bam! Sehr schön. So. Sehr schön. Da hinten kommen schon wieder drei neue Hallöchen. So. Was haben wir denn hier? Ich sammle erstmal das ganze Geld und Co. ein. Und Evelyn ist da hinten, glaube ich, noch am Kämpfen. Ja, sehr schön. Das hat sich schon erledigt. So. Was haben die denn noch alles bei sich hier? Silberne Parierstange? Nee, brauche ich nicht. Hat der hier noch Geld? Ja. Hier hinten noch irgendwelche Items? Das wäre ganz gut. Wenn nicht, dann ist das auch okay. So, wo müssen wir denn hin? Hier die Treppe hoch. Da gehe ich mal stark von aus. Und jetzt abbiegen. Oder? Ja, hier Oberstadt anwesend. Geht doch. So. Wen haben wir denn jetzt hier um die Ecke stehen? Da, Delong, Delong Sad anwesend. Doch. Doch, da haben wir das Anwesen. Da steht keiner, sondern da ist die Familie, mit der wir jetzt reden wollen. Hallo. Oha. Wie dolly. Ich komme aus Moskau. Hallo? Bist du tot? Nee. Hä? Was geht bei euch denn ab? Guten Abend, Countess. Oh, der Champion von Kirkwall. Wie wundervoll. Ihr ehrt diesen Ausalt. Oui. Ich werde uns Erfrischungen bringen lassen. Das mach mal bitte. Talia? Talia, ich bin kein Franzose, aber egal. Oh, das Mädchen ist so langsam. Lasst uns doch etwas plaudern, während wir warten.
Ihr seid eine großzügige Gastgeberin. Ihr seid gut gelaunt. Hört mit dem Getue auf. Dann komm, ihr könnt auch normal reden. Das ist kein Höflichkeitsbesuch. Ich bin wegen eures Sohnes Emil hier. Emil? Ja, natürlich. Die Templer haben sich kürzlich nach unserem armen Jungen erkundigt. Ich habe Emil nicht mehr gesehen, seit er zum Zirkel gebracht wurde. Er war damals erst 6. Ihr könnt den Templern sagen, sie sollen sich keine Sorgen machen. Emil wird sich bestimmt schon bald selbst stellen. Er ist ein guter Junge. Dulci! Hä? Was habt ihr getan? Ihr hättet dem Jungen sagen sollen, er soll sich der Gnade der Templer ausliefern. Guillaume, Liebling! Ja. Hört auf mit diesem Liebling, Dulci! Er hat herum erzählt, dass er unser Sohn ist, dass ihr ihm Gold gegeben Guillaume, habt. Guillaume, Liebling, wir haben Gäste. Hallo, ich bin auch noch da. Ihr habt nur eine Chance. Macht weiter, macht weiter. Lasst euch von mir bitte nicht stören. Das ist faszinierend. Ich wollte euch nicht anlügen, Champion. Ich habe Emil kaum gesehen. Ich dachte, es sei überhaupt nicht erwähnenswert. Ich habe ihm ein wenig Geld gegeben. Nicht zu viel, natürlich. Er hat gesagt, er wolle ein neues Leben anfangen. Ein neues Leben? Er verbringt sein neues Leben in den Tavernen der Unterstadt und betrinkt sich mit billigem Wein. Es grenzt an ein Wunder, dass die Templer ihn noch nicht gefunden haben. Bitte helft uns, Champion. Ja, Emil ist kein Blutmagier, sondern einfach nur ein törichter Junge. Lass nicht zu, dass die Templer ihn töten. Ein Blutmagier? Oh, Guillaume, sag das nicht. Bitte, rettet meinem Sohn das Leben. Was ist mit der Comtesse? Es scheint, als sei die Comtesse in größter Gefahr, jeden Moment ohnmächtig zu werden. Ja, Dulci. Sie ist etwas angespannt. Ein Bekannter hat Emil vor nicht allzu langer Zeit im geengten Mann gesehen. Er müsste immer noch dort sein. Im geengten Mann? Oh, aber das ist so ein schmutziger Ort. Oh, oh. Komm, Dulci, vielleicht solltet ihr euch ein wenig inlegen. Ja. Leg du dich mal hin, Dulci. Orlesiana. Und, ja, wir machen uns dann jetzt auf den Weg in den gehängten Mann, um dem Sohn das Leben zu retten. Auf der Flucht, jo. Könnten wir das schnell... Boah, was wollt ihr eigentlich? Es ist doch nervig, dass hier immer wieder Gegner kommen, oder nicht? So, ihr seid Blutmagier und haltet euch für ganz toll, oder was? Ja, dann kommt mal ran hier, Kollegen. Euch hau ich nämlich so kaputt. Okay. Wieso ist da noch so ein Typ? Verrecke. Da habe ich ja... Nee, hä? Was geht hier denn ab? Noch ein Blutmagier. Ah, okay. Der lebt noch. Ein weiterer. Ach, du Kacke. Blutmagie ist doch einfach nur... Boah, nee, ey. So, hier haben wir eine Meistertruhe, kriege ich die auch? Daraus wird nichts. Nein, auch noch nicht. Schade. Schade, schade, schade. So, was hat der Blutmagier jetzt gedroppt? Nur Kohle. Sehr schön. Dann immerhin etwas besser wie nichts. So, was haben wir hier? Blutmagier. Abtrünniger Magier. Unversehrtes Zauberbuch. Ich glaube, das können wir gebrauchen. Naja, oder auch nicht. So, was geistert ihr hier noch rum? Ihr seid irgend so eine Obdachlosen. Und ich würde sagen, was haben wir hier denn? Unser Anwesen, oder? Nee, Fenris. Okay. Dann verziehe ich mich mal wieder von diesem Ort. Und, ja, ab in den gehängten Mann, würde ich sagen. Auf und da. Nein. Jetzt bin ich in die Unterstadt gegangen. Ich habe mich verklickt. Tut mir leid. Gut. Dann haben wir jetzt noch ein Abenteuer mehr. Was ist das hier für ein Schild? Kirkwall Unterstadt, was soll mir das jetzt sagen? Ja, okay. Das heißt, wir dürfen jetzt den einen Dings da suchen. Den Mann von dieser einen Elfin, also diesen einen, Evelina? Nee, na, ich weiß nicht. Auf jeden Fall, wieso ist hier denn jetzt auch nochmal der gehängte Mann? Was soll das denn? Gut, ich weiß nicht, was das soll, aber ja, das ist der gehängte Mann. Gut, dann gehe ich zuerst doch in den gehängten Mann. Denn da wollte ich eigentlich jetzt zuerst hin. Und dann rede ich mal mit Emil. So, wie geht's? Oh mein Gott, bist du voll? Emil de Lancey? Kannst du reden?
Oh mein Gott. Hey, woher kennt ihr meinen Namen? Etwa von Nella? Wer ist Nella? Ich habe ihr meinen Lancé-Siegelring für einen Kuss gegeben. Und heute Nacht macht sie mich zum Mann. Wow. Unglaublich. Er hat sein ganzes Leben im Zirkel verbracht. Er ist ungeeignet für die wirkliche Welt. Eine Runde auf mich? Ich bin Emil, wie ihr wisst. Und ihr seid? Ich bin Hawk. Man nennt mich den Champion von Kirkwall. Ich habe euch gesucht, Emil. Oh Mist, ich weiß, worum es hier geht. Ich bin gar kein Blutmagier. In Ordnung? Ich habe das Gerücht nur aufgebracht, weil ich dachte, dass ich dann gefährlich wirke und charmant. Ja. Habt ihr Todessehnsucht? Ihr seid im Zirkel aufgewachsen. Ihr wisst, was Templer mit Blutmagiern machen. Ich habe es nur in der Taverne erzählt. Und nur Frauen. Ihr versteht das nicht. Sind ja auch so ich kam charmant, zum Zirkel, als ich 6 war. 6? Ja, 6. 20 Jahre war ich eingesperrt. Hatte nie was Richtiges zu trinken und hab mir nie selber was gekocht. Stand nie im Regen, küsste nie ein Mädchen. Der Zirkel in Ferelden ist lustiger. Da küssen sich ständig alle. Allerdings war das vor den Abscheulichkeiten. Ich wollte nur ein bisschen leben. Wenn ihr mich töten wollt, bitte. Ich sterbe lieber betrunken. Ist das echt? Ich kann euch gehen lassen. Stellt euch. Ich glaube, ist das echt? Ist irgendwie eine komische Frage. Aber doch, das ist eine Frage, die nötig ist. Ich muss es jetzt einfach fragen. Seid ihr wirklich aus dem Zirkel geflohen, um ein Mädchen zu küssen? Nun, nicht nur das. Ich habe gelesen, was man mit Mädchen noch so alles anstellen kann. Oh Gott. Das ist alles gespielt. Der Magier möchte harmlos wirken. Wirklich? Nein, ich glaube, er ist wirklich so jämmerlich. Stellt euch. Ihr könnt nicht davonlaufen. Irgendwann finden euch die Templer. Ich schlage euch ein Geschäft vor. In Ordnung? Gebt mir eine Nacht. Nur eine Nacht. Eines der Tavernmädchen, Nella, würde mit mir das Bett teilen. Ich habe sogar schon ein Zimmer bezahlt. Bitte, gönnt mir das. Danach könnt ihr mich in Ketten zurückbringen. Ketten, was? Ha, oh mein Gott. Das muss ich jetzt einfach sagen, das muss ich sagen. Warum fangt ihr nicht klein an und hebt euch die Ketten für später auf, wenn ihr etwas erfahrener seid? Ha! Hä? Oh Mann. Geht einfach und macht, was auch immer. Oh, das hat er wohl nicht verstanden. Nein, aber er durfte nicht gehen. Nein, er soll... Warum? Was habe ich getan? Ich weiß nicht, er klingt wirklich so jämmerlich, aber... Hallo? Hattest du deinen Spaß gehabt? Ja? Nun? Oh... Hallo? Ich werde euch nicht davon erzählen. Warum nicht? Naja, egal. Ach, das war es wirklich wert. Zurück zu den Templern. Moment mal. Er war wirklich so ein jämmerlicher Clown. Benutzt er als Soßenschüssel. Ah, okay. Ich dachte eigentlich, dass er wirklich in dieser einen Nacht versucht, irgendwie zu fliehen. Aber okay, wenn er seinen Spaß hatte, dann bin ich ja zufrieden. Dann werde ich jetzt das Gebiet verlassen und in die Unterstadt oder in die Dunkelstadt. Oder bei Tag, ja, in die Dunkelstadt. Was habe ich hier sonst noch? Sanderhügel, Krähen, Mordgerechtigkeit. Ich werde erstmal in die Dunkelstadt reisen. Und dann wird es gleich mal wieder Zeit für eine kleine Aufnahmepause, denn ich denke, ich sitze jetzt schon wieder 1-2 Stunden am Spiel. Ja, wir gehen jetzt nochmal in die Kanalisation und dann erfolgt der Schnitt. Und zwar genau jetzt. Wir sehen uns das nächste Mal wieder hier bei Let's Play Dragon Age 2. Ich speichere jetzt noch und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder hier. Bis dahin. Tschö.